Puhu, yeah, es ist eigentlich nicht witzig, so einen Text vorzulesen, wenn es die Wahrheit ist. Egal, seit frühester Kindheit, mein Gehirn hat keine Augen, sogar mit der YouTube-Community will ich nichts zu tun haben, ich will nur euer Cash. Ich will eine Villa, wie ich will alleine sein, in dem skrupellosen Ort, den wir Fischpüree, also den ich die Hölle nenne. Es gibt niemanden, der mich verstehen kann. Ich gehe nie ohne Maske raus, weil alle meine Feinde sind, zum Beispiel aus taktischen Gründen vor Gericht Reue authentisch wiedergeben. Es gibt keine Partner, keine Freunde, keine Familie. Ich wollte nie mit der Familie im Wohnzimmer chillen, nur alleine im Zimmer sein. Schon in jungen Jahren habe ich meiner Mutter gesagt, dass ich sie hasse, aber der Hass wurde noch stärker, Jahr für Jahr, mit tiefstem Herzen, Verachtung für diese Welt. Das System ist eine Krankheit für mich. Ich habe mir mit Rasierklingen hunderte Male das Wort nie in das Fleisch geschnitten. Das steht für nie, wie niemals Kinder, niemals Vertrauen, niemals glücklich. Schmerz wird niemals enden. Ich wünsche mir, nie geboren worden zu sein. Alles andere ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich habe keine Angst. Ich lebte alleine und sterbe alleine. Das Erwachsenenalter kam, verhandelte mit Nutten in Bordellen Geschäfte aus, ging rein und lieferte ab, wiederholte den Vorgang, bis ich nichts mehr fühlte. Seitdem bin ich nie mehr dahin gegangen. Musste ich auch nicht mehr, musste nicht mehr sein, weil ich habe Frauen und Hater jeglichen Raum für Manipulationen genommen. Ein Schwanz und Eier zwischen den Beinen sind Müll, nutzlos und behindern mich beim Gehen. Ich bin wie Mörder in Einzelhaft. Komme ich aus der Einzelhaft in den normalen Vollzug, schneide ich jemand den Kopf ab und benutze den Schädel als Handpuppe, um zurück in Isolation zu kommen, aber sie raffen es nicht. Wären Menschen nicht so erbärmlich und perfekte Versager, hätte ich mich längst umgebracht. Aber ich bin ein Loser, biologischer Komposthaufen. Ich habe mein Schicksal in die Hände von Fischpüree gelegt. Ich gehe nie ohne Maske raus.